Das ist das Kaninchen meines Sohnes. Florian hat es draußen gefunden, als er es vorhin füttern wollte. Gestern gegen 10 hat das arme Ding noch gelebt. Ein totes Kaninchen also. Aber Sie haben am Telefon der Polizei gesagt, dass Ihr Leben bedroht wird. Ja, aber das mit dem Kaninchen ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Meine Familie wird ja schon seit Wochen von so einem Irren bestalkt. Entschuldigen Sie, aber Sie haben Fans? Kennen Sie mich etwa nicht? René, the Boss Richter, ich habe 2004 den IFB-Europameistertitel geboxt. Na klar kenne ich Sie. Ich kenne ihn. Hallo. Hallo. Sie sind von der Polizei, nehme ich an. Ich bin Miriam, Renés Ehefrau. Ja, guten Tag. Ritter, mein Kollege Herr Grass, bitte von der Kripo. Ich gehe mal nach oben und schaue nach dem Kleinen, er ist völlig fertig. Vielleicht sollten wir ein neues Kaninchen kaufen, sobald er im Kindergarten ist. Das ist eine gute Idee. Herr Richter oder der Boss, jetzt erzählen Sie mir bitte mal ganz genau, wie dieses Doppel aussieht. Der Typ verfolgt uns Schritt auf Tritt. Der schreibt doch lauter so wirres Zeug. Das steht alles in den anonymen Briefen, die er mir die ganze Zeit schickt. Der Kerl weiß alles über uns. Wann wir essen, wann wir schlafen, sogar wohin wir unsere Familienausflüge machen. Euer Ausflug ins Thermalbad war total schön. Ich glaube, Florian hatte sehr viel Spaß auf der Wasserrutsche. Ich kann ja verstehen, dass es Sie beängstigt, dass jemand heimlich beobachtet, aber eine Drohung ist das nicht. Und dann lesen Sie mal den hier. Ich glaube, wir sind seelenverwandt. Wir sind beide echte Männer, Kämpfer eben. Und ein Kämpfer liebt den Schmerz. Der Kerl liebt Schmerzen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass er meiner Familie etwas antut. Aber das lasse ich nicht zu. Wow, hey, schön vorsichtig damit, ja? Haben Sie überhaupt eine Waffenbesitzkarte dafür? Selbstverständlich habe ich die. Aber jetzt werde ich das Baby immer schön bei mir tragen. Das werden Sie gefälligst bleiben lassen. Eine Waffenbesitzkarte berechtigt Sie nicht zum Führen einer Waffe. Das sollten Sie eigentlich wissen. Noch ist doch noch gar nicht klar, ob der Typ auch Ihr Kaninchen umgebracht hat. Wir werden jetzt erstmal die Briefe mitnehmen und untersuchen, ob da irgendwelche DNA-Spuren oder Fingerabdrücke drauf sind. Und die Waffenbesitzkarte, die möchte ich jetzt sehen. Was sagen die Kollegen von der KTU? Ach, nichts. Auf den Briefen sind nur Spuren von Richter. Die hat er wohl beim Lesen hinterlassen. Komisch. Der Verfasser der Briefe kommt mir nicht wie jemand vor, der darauf achtet, keine Spuren zu hinterlassen. Tja. Der schüttet seinem Idol richtig sein Herz aus. Richtig emotional. Ja, und aus den Briefen geht auch nicht hervor, dass der Richter irgendwas antun will. Nee, ganz im Gegenteil. Der hat sich ja vielmehr auf einen anderen Boxer eingeschossen. Marco Schramm, der ist auch in dem Boxstall. Ist wohl Richters größter Konkurrent. Also, warum sollte er Richters Kaninchen töten? Naja, manche Fans glauben, eine sehr starke Bindung zu ihrem Idol zu haben. Und vielleicht war dieser Fan eifersüchtig auf Richters Familie. Und mit dem Tod des Kaninchens wollte er das zum Ausdruck bringen. Du hast ja bei deinem Profiling-Seminar richtig gut aufgepasst, ne? Das sag ich dir. Leute, unser Boxer hat sich gemeldet. Irgendjemand hat sich an seinem Spin zu schaffen gemacht. Okay, ich hol meine Jacke. Als ich heute Morgen hier ankam, lag der Brief noch nicht da. Ich habe übrigens nichts angefasst, damit ich keine Spuren hinterlasse. Ja, ist für gut. Was ist das denn? Hey, das sieht ja aus wie die Haare von unserem Kaninchen. Ich dachte, wir wären Freunde, aber ich bin dir wohl egal. Wenn ich alleine sein muss, wirst du auch alleine sein. Das war erst der Anfang. Sieht doch aus wie die Handschrift, mit dem auch die anderen Briefe geschrieben wurden. Verdammt, ich wusste es. Der Kerl hat's auf meine Familie abgesehen. Okay, ich würde vorschlagen, wir stellen Sie unter Polizeischutz. Nein, lassen Sie mal. Ich will meine Familie nicht noch mehr aufwühlen. Ich schick meinen Sohn in Schwarzwald zu meiner Mutter, da ist er in Sicherheit. Dieser Fan, der ist irgendwie beleidigt. Gibt's jemanden, mit dem Sie in letzter Zeit Probleme oder Streit hatten? Nein, nicht, dass ich wüsste. Also, so wie es aussieht, wurde der Spind nicht aufgebrochen. Vielleicht wurde der Brief hier oben durchgeschmissen.
Gibt's sonst mal jemanden, der einen Schlüssel hat? Eigentlich nur Achim. Achim Lennart. Mein Trainer. Dem gehört die Halle hier. So, hier. Sind alle da. Ihr Büro ist aber nie verschlossen, oder? Ach, ich kenne auch alle meine Jungs hier. Und ich vertraue jedem Einzelnen. Manch einen von denen habe ich noch selbst von der Straße geholt. Die bescheißen mich nicht. Gut, aber der Haupteingang zur Halle, der steht immer offen. Theoretisch könnte doch jeder hier durchmarschieren ins Büro und sich einfach einen Schlüssel nehmen, oder? Was heißt hier jeder? Hier kennt man sich. Wenn hier einfach so einer reinmarschiert, das fällt auf. Und Sie? Wo waren Sie gestern Abend zwischen 22 Uhr und 7 Uhr heute Morgen? Wieso? Was war denn da? Beantworten Sie doch einfach meine Frage. Die Polizei, immer misstrauisch, was? Ich war im Nachtclub Luna, wenn Sie es genau wissen müssen. Bis etwa gegen Mitternacht. Ich war bei Chantal und dann bin ich nach Hause zu meiner Frau Gerda. Aber das mit Chantal, das sagen Sie jetzt nicht meiner Frau, oder? Ja, komm, hopp, hopp, hopp. Er gibt Gas hier, Mann. Pff, bist du bescheuert? Das Zeug ist pisswarm, Mann. Ich will mir sofort eine neue holen, aber eiskalt. Tag, Gast von der Kripo. Marco Schramm? Ja, der Leibhaftige. Was ist das Problem? Sie haben nicht zufällig mitbekommen, wie sich jemand am Spinn von René Richter zu schaffen gemacht hat. Nee, wieso? Wird er wieder von seinem verrückten Fan beehrt? Bedroht. Bedroht würde eher passen. Geschieht ihm ganz recht. Was meinen Sie? Sie kennen sich im Boxen nicht aus, oder? Richter ist fertig, Mann. Der lebt in der Vergangenheit. Er hält sich immer noch für den Größten. 2004 hat er seine letzte Chance gehabt. Jetzt bin ich an der Reihe. Also der Einzige, der hier im Laden Probleme mit Richter hat, ist Schramm. Marco Schramm, meinen Sie? Marco Schramm, richtig. Richter ist seit Jahren die unangefochtene Nummer 1 hier im Laden. Und ich traue ihm auch noch einiges zu. Aber Schramm sieht das anders, ja? Hat sie auch echt gemacht. Hat die letzten 6 Kämpfe durch K.O. gewonnen. Aber die wichtigen Fights, die schauen sich immer noch Richter zu. Aha, und warum? Na gut, er ist einfach medienwirksamer. Er ist der Boss. Die Leute lieben ihn. Keiner kann den Kerl leiden. Nicht mal mehr seine Fans. Und am allerwenigsten ich. Ist ja interessant. Dann sagen Sie mir doch mal, wo Sie von gestern Abend 22 Uhr bis heute früh 7 Uhr getan haben. Ich war zu Hause und habe geschlafen. Allein? Ja klar, alleine, Mann. Ich bin im Training, da bindet man sich keine Alter ans Bein. Und? Zack, zack, komm. Er hätte auch ein bisschen kühler sein können, oder? Robert, The Rumble in the Jungle 74 in Kinshasa. Ali gegen Foreman, das war der größte Kampf, den die Welt je gesehen hat. Aber woher sollst du das wissen? Zu dem Zeitpunkt haben sich deine Eltern deine Zeugung noch nicht mal überlegt. Aber sie haben trainiert. Ja. Mann, Michi, der beste Kampf aller Zeiten war Mike, The Pitbull Tyson, 96 gegen Holyfield, Mann. Das war ein technisch fast perfekter Kampf. Bist du bekloppt? Hallo? Tyson hat dem Typen ein Ohr abgebissen. Was hat denn das mit Boxen zu tun? Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Ja, da gebe ich Michael recht. Du kennst ja nicht mal René Richter. René Richter, wer kennt den auch? Hallo, Jungs. Ist das der Spurensicherungsbericht? Ja. Ja. Vielen Dank. Aber da steht nichts Interessantes drin. An dem Spind waren haufenweise Fingerabdrücke. Damit können die Jungs nichts anfangen. Fest steht auf jeden Fall, der Spind wurde weder aufgebrochen noch geknackt. Und was mit Fingerabdrücke an der Schublade oder an dem Schlüssel? Nur vom Hallenbesitzer. Ja, der war es dir so zumindest, die Sache mit dem Kaninchen. Ich habe sein Alibi gecheckt. Er war wirklich bei dieser Prostituierten und ab 12 war er zu Hause. Und der letzte Drohbrief, der aus dem Spind? Keine Fingerabdrücke. Was hat denn die Befragung der anderen Boxer ergeben? Ja, nichts. Die haben angeblich nichts mitbekommen und auch keine Person, die da nicht hingehören, bemerkt. Tja, wenn das stimmt, muss der Fan jemand sein, der aus dem Boxstall kommt. Ja, Logo. Aber welcher von den Jungs?